Also ich muss sagen, hier im Landschaftspark, die Location als solche ist natürlich aufregend, wirklich aufregend. Aber ganz faszinierend, davon abgesehen, dass wir von diesen schönen alten Industriebauten, haben mir vor allem die Menschen hier gefallen. Die sind so offenherzig auf uns zugekommen, die haben uns unterstützt, wo es ging, sie haben applaudiert. Sie haben mitgelitten, als der Kollaps kam. Sie waren nachher total geknickt. Es gab Leute, die haben hier geweint auf jeden Fall. Und sie haben uns immer wieder gesagt, Mensch, dass ihr weitermacht, so toll, macht weiter, bitte, bitte, bitte. Das hat uns natürlich auch motiviert, das ganze Ding wieder aufzubauen. Wir waren natürlich auch ein bisschen am Boden zerstört, kann man sich auch vorstellen. Haben es natürlich nicht so gezeigt. Aber es war rundherum eine super Geschichte. Danke an Duisburg, danke an Schau ins Land und all die Leute und an mein Team natürlich, ohne dem wir das gar nicht zustande gebracht hätten. Ja, wir gehen hier mit einem weinenden Auge auf die Hand wieder zurück nach unser Alltagsgeschäft und schauen wir mal, vielleicht kommen wir nach Duisburg wieder, wer weiß, keine Ahnung. Ja, die letzten Wochen haben natürlich furchtbar viel Spaß gemacht und wir haben gesehen, wie die Leute das geliebt haben. Deswegen überlegen wir natürlich, ob wir im nächsten Jahr vielleicht in einer etwas irgendeinen Form hier nochmal im Landschaftspark zu Gast sein werden und dann den Weltrekord der Herzen zu einem Guinness-Weltrekord zu machen. Und ich glaube, dass viele Menschen, die zum Schluss hier bei der Schau ins Land Burg waren und gesehen haben, wie sie zu Ende gestellt wurden, auch sehr neugierig sind, wie der Anfang war und gerne beim nächsten Mal von Anfang an dabei sein wollen. Von daher werden wir in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden, ob wir im nächsten Jahr das Ganze hier noch einmal starten. Da gibt es viele Dinge, die zu klären sind. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir uns hier im nächsten Jahr wiedersehen werden.